Wenn du ein Fan von Autoshows bist, bist du wahrscheinlich schon Danny Coker begegnet, dem charismatischen Moderator der Erfolgsserie Counting Cars. Seit Jahren fesselt er das Publikum mit seinem Talent, alte Autos in einzigartige Schätze zu verwandeln. In seiner beliebten Fernsehsendung Counting Cars konnten die Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen seines Ladens Counts Customs werfen, wo die ganze Magie stattfand. Shannon! Bring out that beautiful chap! Doch dann verließ er unerwartet die Show. Was ist wirklich passiert? Erfahre mit uns, was wirklich mit Danny Coker von Counting Cars passiert ist. Die Reise von Danny Coker. Von Cars zum Ruhm. Danny Coker, geboren als Daniel Nicholas Coker II., erblickte am 5. Januar 1964 in Cleveland, Ohio, das Licht der Welt. Er wuchs mit seinen Eltern und seiner Schwester Kim in Cleveland auf. In seiner Jugend erwarb seine Familie Kanal 33, was ihm die Möglichkeit gab, Serien wie Saturday Fright at the Movies zu moderieren. Danny kam wahrscheinlich zum ersten Mal mit coolen Autos und deren Funktionsweise in Berührung, als sein Vater und andere Familienmitglieder, Freunde und Verwandte bei der Ford Motor Company arbeiteten. Wie viele von uns lernte auch Danny die Grundlagen der Autoreparatur durch Heimwerken und minimale Reparaturen. In dieser Zeit entdeckte er seine Liebe für die Arbeit an Fahrzeugen, das Fahren und sie zu bewundern. Damals ahnte er noch nicht, dass dieses Hobby die Grundlage für eine erfolgreiche Fernsehkarriere sein würde. Eine weitere große Liebe von Danny ist die Musik, die er von seinem Vater, Danny Coker Senior, geerbt hat. Danny fand heraus, dass er eine Begabung für das Singen hatte, als er noch klein war, und trat der Familienband B ein. Mehr als ein Jahrzehnt vor Counting Cars machte sich Danny Coker in seiner Werkstatt Counts Customs einen Namen, indem er alten, ungeliebten Autos ein neues Gesicht gab. Er ist Eigentümer und Betreiber von Counts Customs, einer Werkstatt, die einige der verrücktesten Umbauten vornimmt. Mit seinem Laden in Nevada begann er, sich in der Branche einen Namen zu machen. Vor Counting Cars hat Rick in mehreren Pornstars-Folgen Danny als seinen lokalen Experten zu Rate gezogen, wenn es darum ging, einige der fantastischen alten Muscle Cars zu bewerten, die in den Laden kamen. Dannys Partnerschaft mit dem Sänger der Pornstars, Rick Harrison, war vielleicht eines seiner profitabelsten Geschäfte. 2012 beschloss der History Channel, eine Spin-off-Sendung mit dem Titel Counting Cars zu starten, in der die Kameras Danny dabei begleiteten, wie er verschiedene interessante Autos aus vergessenen Epochen restaurierte und wieder aufbaute. Die Sendung war ein großer Erfolg und lief 10 Staffeln lang. Counting Cars wurde 2012 erstmals ausgestrahlt und ist mit 10 Staffeln eine der erfolgreichsten Sendungen des History Channel. Prominente Gäste, darunter Rocksänger Alice Cooper, waren in der Show zu sehen. Danny Coker übernahm 2014 die Rolle des ausführenden Produzenten der Sendung. 2017 wurden Danny Coker und Counts Custom jedoch mit rechtlichen Problemen konfrontiert, als sie einen ehemaligen Mitarbeiter von Counts Custom, Joseph Frontiera, verklagten, weil er angeblich $75.000 für persönliche Zwecke veruntreut haben soll. Aber das ist nicht der Grund, warum Danny Coker Counting Cars verlassen hat. Das Drama und der Rechtsstreit. Counts Customs, geführt von dem energischen Danny Coker, genoss das Rampenlicht mit seiner beliebten Fernsehsendung Counting Cars. Doch die Reise des Ladens geriet 2014 ins Stocken, als ein entschlossenes Ehepaar, Janet und Paul, sie verklagte. Sie hatten ihren geliebten 1967er Ford Mustang bei Counts Customs abgegeben, weil sie hofften, ihn in der Show umbauen zu können. Ihre Freude schlug jedoch in Enttäuschung um, als sie feststellten, dass keine Arbeiten durchgeführt worden waren. Sie fühlten sich betrogen und verlangten eine Rückerstattung, die jedoch nie kam. Als sie keine andere Wahl hatten, zogen sie vor Gericht und beschuldigten Counts Customs des Betrugs.
Der Gerichtssaal wurde zu einem Schlachtfeld, auf dem die Anschuldigungen flogen. Janet und Paul suchten Gerechtigkeit für ihren Mustang, während die Welt darauf wartete, ob Counts Customs ihre Unschuld beweisen würde. Für Danny Coker und sein Team war es entscheidend, ihren Ruf und ihre Ehrlichkeit unter Beweis zu stellen. Im Jahr 2017 fiel ein Schatten auf die eng verbundene Familie von Counts Customs, als sie in einen weiteren Rechtsstreit verwickelt wurde. Diesmal ging es um einen ehemaligen Mitarbeiter namens Joseph Frontiera. Einst hoch angesehen wurde Joseph Frontiera schweres Fehlverhalten vorgeworfen. Die Anschuldigungen waren schockierend. Er soll dem Unternehmen, das ihn unterstützt hatte, Geld gestohlen haben. Es sah so aus, als hätte Joseph ihr Vertrauen missbraucht und sich mit Geldern, die für das Unternehmen bestimmt waren, davon geschlichen. Anstatt das Geld für das Wachstum zu verwenden, soll er es für persönlichen Luxus wie ein schickes Auto und Auslandsreisen ausgegeben haben. Aber das war noch nicht alles. In der Klage wurde ihm auch vorgeworfen, die steuerlichen Pflichten des Unternehmens vernachlässigt zu haben, was zu Problemen mit dem Finanzamt führte. Dieser Rechtsstreit brachte den Laden in große Schwierigkeiten. Was geschah wirklich mit Danny Coker? Als Danny Coker 2021 auf nicht schuldig plädierte, weil er ein Cadillac Escalade aus dem Jahr 2008 illegal von einem Abschlepphof gestohlen hatte, wurde er zu 3 Jahren auf Bewährung verurteilt. Dies geschah im November 2019 nach einem Autounfall, als der Besitzer das Fahrzeug aufgrund finanzieller Schwierigkeiten auf dem Abschlepphof zurückließ. Weil der Besitzer Probleme hatte, das Auto zurückzubekommen, gab er dem Abschleppdienst die Erlaubnis, es zu verkaufen. Doch der Freund des Besitzers, Danny, schaltete sich ein und ließ den Cadillac zu seinem Reparaturbetrieb abschleppen, damit er ihn reparieren und zurückgeben konnte. Danny brach das Gesetz in Nevada, indem er ein Auto ohne die Erlaubnis des Besitzers oder einen Durchsuchungsbefehl von einem Abschlepphof holte. Danny einigte sich mit der Staatsanwaltschaft auf eine mildere Strafe, nachdem er ursprünglich wegen schweren Autodiebstahls angeklagt worden war, einer Straftat, die mit bis zu 10 Jahren Gefängnis geahndet werden kann. Danny musste 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und dem Abschleppdienst $25.000 zahlen. Das war die Abmachung. Während seiner Bewährungszeit war es ihm außerdem verboten, Waffen zu besitzen oder zu tragen. Darüber hinaus begann 2018 ein weiterer Rechtsstreit mit 2 ehemaligen Mitarbeitern. Coker behauptete, dass sie Gelder von Counts Vamped Rock Bar & Grill veruntreut hätten. In der Klageschrift wurde behauptet, sie hätten aus dem Tresor der Bar gestohlen, Finanzdokumente manipuliert und Geld auf ihre persönlichen Konten überwiesen und forderten $376.000 Schadensersatz. Der Fall weitete sich zu einer strafrechtlichen Untersuchung aus, die zur Durchsuchung und Beschlagnahmung der Wohnungen der ausscheidenden Mitarbeiter führte. Die beiden ausscheidenden Beschäftigten wurden festgenommen und im Dezember 2019 nach Nevada zurückgebracht, nachdem sie wegen Unterschlagung und Diebstahl verhaftet worden waren. Danny Coker wurde im März 2020 verhaftet, nachdem die Polizei BI ihren Ermittlungen Beweise gefunden hatte, die ihn mit dem Cadillac-Vorfall in Verbindung brachten. Danny drohte ursprünglich eine strafrechtliche Anklage, aber sein Anwalt konnte erfolgreich nachweisen, dass sein Mandant in gutem Glauben gehandelt hatte, indem er einem Kumpel in Not half, was zu einer reduzierten Anklage und einer Bewährungsstrafe führte. Die rechtlichen Probleme, mit denen Danny Coker konfrontiert war, haben sowohl sein Privat- als auch sein Berufsleben stark beeinträchtigt. Neben den finanziellen Verlusten und den rechtlichen Konsequenzen hat auch sein Ruf Schaden genommen. Danny Coker wurde zur Zielscheibe von Kritik und Empörung, weil seine Person in der Öffentlichkeit von den Medien, den Fans und der Automobilbranche unter die Lupe genommen wurde. Trotz der rechtlichen Probleme hat Danny versprochen, alles wieder gut zu machen und weiterzumachen. Aber das war noch nicht das Ende seiner Geschichte. Im Jahr 2022 schockierte er alle und verließ die Show, für die er berühmt war.
Die Leute fragten sich, warum er ging, und fanden bald heraus, dass er schwer krank war. Er hatte eine Lungenentzündung, die ihm das Atmen schwer machte, und eine böse Infektion in seinem Herzen. Es sah so aus, als würde er es nicht schaffen. Aber Danny hat nicht aufgegeben. Er kämpfte hart und schaffte es. Es war ein langer und schwieriger Weg zur Genesung, aber Danny kehrte vitaler denn je zurück. Er kehrte in seinen Laden, Counts Customs, zurück, wo er der Chef und Hauptmechaniker ist. Auch wenn Danny nicht mehr so oft im Fernsehen zu sehen ist, ist er immer noch das Herz und die Seele von Counts Customs. Danny steckt sein Herz in jedes Auto in der Werkstatt und seine Leidenschaft spiegelt sich in seiner Arbeit wider. Aber Dannys Talente enden nicht bei der Beherrschung von Fahrzeugen. Coker, der für seine Liebe zur Musik bekannt ist, ist mit seiner Band Counts 77 zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Die Band mit ihrem 70er-Jahre-Metal-Stil wurde vor etwa 10 Jahren gegründet und ist immer noch aktiv. Cokers Frau Cori mischt ebenfalls mit, indem sie ihre Bar, Counts Vamped Rock Bar, in Las Vegas leitet. Es scheint, dass Coker es genießt, seine Leidenschaften für Musik, Familie und Freunde mit seinem Interesse an coolen Oldtimern in Einklang zu bringen. Er lebt das Leben in Las Vegas in vollen Zügen. Was denkst du über Danny Cokers Autorestauration? Glaubst du, dass das Team eine Staffel verlängert? Teile deine Meinung im Kommentarbereich mit. Vergiss nicht, uns zu liken, zu teilen, zu abonnieren und auf den Benachrichtigungsbutton zu klicken, um über neue Videos informiert zu werden.